Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Duell um die Geld. Fuck you, Jonathan Apfel. Hier, Fuck you, Jonathan, das ist ein gutes Format. Herzlich willkommen zurück zu Fuck you, Jonathan Apfel. Unter der letzten Folge, die letzte Folge haben wir noch für die Pizza-Video-Olympiade aufgenommen. Darunter steht von Nano der Kommentar, das muss unbedingt öfter kommen. Mega geiles Spiel plus Umsetzung gleich top, hat 152 Heute Daumen hoch. Heute werde ich nicht Letzter. Ansage. Gucken wir mal, ob ich dich wieder so raus. Geil rausblöffen Nein. kann. Nein, das war schon geil. Ansage ist raus. Habt ihr die, ich hab die Folge gar nicht geguckt. Damn it, ey. Ich weiß, dass du sau häufig geblufft hast, aber bei Peter zum Beispiel weiß ich das zum Er ist um zwei, er war einen daneben. Er war nicht bei dem vollen Treffer bei der Prinzenrolle. Ja, okay, aber einen daneben ist halt trotzdem schon sau nah dran. Er hätte auch gewonnen. Also alles gut. Und deswegen spielen wir das jetzt wieder. Gewinnt oder nicht, ne? Also, solange die Chips, solange die Chips kriegst. Für die Leute, die nicht mitbekommen haben, ist ein bisschen wie Poker. Die erste Folge ist sehr empfehlenswert, da erklären wir es noch genauer. Aber nur, dass wir hier halt nicht um normale Karten tippen, sondern dass gleich eine Quizfrage kommt und wir unsere Antwort hier drauf tippen. Und dann gucken wir, wie nah wir dran sind, glauben wir. Es gibt dann mehrere Tipps und so weiter und so fort. Christian ist als erster der Dealer. Dann sollt ihr die Frage bekommen. Okay, also wie viele Zentimeter ja. hoch ist das Innenmaß eines Eishockeytores in Klammern vom Eis ausgemessen? Also wie hoch ist so ein Eishockeytor in Zentimetern? Innen. Ja, wie viele Bis unterkante Pfosten, ne? Wie viele Zentimeter hoch ist das Innenmaß eines Eishockeytores in Klammern vom Eis ausgemessen? In Zentimeter. Und ich gehe davon aus, bis zur Unterkante, also so, dass du am Tor schießen kannst. Ja. In Zentimeter. Ich meine, selbst wenn du die Latte mit dabei nimmst, das wird jetzt nicht so der krasse Unterschied sein. Höchstens ein Zentimeter. Oh, so richtig krasse Eishockey-Fans, wissen die das? Ich glaube, so richtig krasse Eishockey-Fans. Ich könnte tatsächlich... Wie hoch ist denn das Tor von Fußball? Wüsstest du das? Nein. Siehst du? Könnte ich nur schätzen. Also das ist halt die Frage. Also könnte ich nur schätzen. Also ich wüsste es halt auch nicht. Okay, ich bin Big Blind. Was ist euer Big Blind? 100. Big Blind ist 100, den müsst ihr bitte schon gesetzt haben, bevor die Frage kommt. Entschuldigung, aber... Naja, Blinds müssen bezahlt werden. Ja, hätte ich jetzt auch so bezahlt. Jeder wollte sich rausreden hier wieder. So, hat jeder sein Tippchen gemacht und Fotochen? Ja. Ich mache jetzt Fotochen. Du machst jetzt Fotochen. Aber hey, ihr könnt ja schon mal... Ja, man kann ja schon mal sagen, ob er mitgeht oder erhöht oder was kannst du alles machen? Rausgehen. Ja, mitgehen, genau. Erhöhen, kannst, rausgehen. Genau, du kannst bezahlen, erhöhen oder rausgehen. Ich glaube, du kannst rausgehen. Das ist 1000. Ui! Das heißt, Bram erhöht um 900 mal einfach. Ich glaube, Bram spannend. Alter! Da kommen die nächsten 1000, die werden bezahlt. Wie viel random geht denn jetzt? Jay! Ja, nö. Jay ist raus. Das ist ein Scheiß. Ja. Was ein random Shit was hier. Was macht Peter? Peter geht nicht. Yeah. Ja! Siehst du, ich sag, ich bin nicht der Letzte, der heute. Ja, dann weiß man doch nicht. Das ist nicht der Erste, alles. Aber es ist cool. Jay guckt erstmal. Okay, damit haben alle 1000 bezahlt. Der erste Hinweis. Ja, klar, was willst du sonst haben? Also, hält man einen 10-gliedrigen Meterstab an das Tor, befindet sich die Latte im 7. Glied. Kann ich nochmal vorlesen. Nee. Hält man einen 10-gliedrigen Meterstab an das Tor, befindet sich die Latte im siebten Glied. Ja, was weiß ich, wie geil dann so ein Zollstock ist. Nächste Bieterrunde, Peter. Er hat doch gerade gesagt, er hat doch jetzt quasi die Antwort schon gegeben. Einen 10-gliedrigen Meterstab. Ja, und der ist nur. Der ist wahrscheinlich immer nur ein Meter lang. Du bist raus, Jay. Weil das heißt Meterstab. Stimmt, deswegen kann er auch nicht 2 Meter lang sein. Das ist ja verrückt. Dann wird nämlich sonst ein 10-gliedriger 2-Meter-Stab heißen. Ja. Ich glaube nicht. So, wie gesagt, Peter war Big Blind. Ich kann einfach Trash Talk. Bram ist noch drin. Bram beginnt. Ja, ich muss auf jeden Fall machen. Ja. Und. Hast du auch getroffen? Klar, voll. Hast du besser getroffen als ist die Frage? Ja, es sind da 10 cm, die noch. Die wir noch nicht wissen. Ja, genau. Ja, ich habe gut getroffen. Also ich bin auf jeden Fall, kann gut sein. Vielleicht ist einer 1 cm näher dran oder so, aber ich bin auf jeden Fall im Maß. Also ich weiß, wie viel das ist. Die Frage ist nur, wie weit weg bin ich? Warum hat übrigens 2000 gesetzt? Ja, Entschuldigung, 2000, ja. Warum bist du dir so sicher bei Eishockey? Du lügst doch wie gedruckt. Ja, das ist kein Scherz. Das ist wirklich kein Scherz. Ich habe früher unfassbar viel NHL gespielt. Auf Netflix.
Auf dem PC. Und da hast du immer mit einem Zentimetermaß, mit einem 10-literigen Meterstock, nee. Da standst du dran und dann war der Nee, das habe ich nicht gemacht. Aber dadurch weiß ich, wie die Torhüter davor stehen. Und da bin ich davon ausgegangen, wenn du einen normalen Menschen hast, wie groß könnte das sein? Mhm. Hab mit den 1000 am Anfang gespielt und jetzt habe ich getroffen. Ich glaube, du laberst Bullshit. Aber das ist okay. Ich bin ja schon drauf. Sepp muss jetzt. Sepp muss sich entscheiden, ob er erhöht, Spiel die All-In-Karte. Damit fixst du die raus. Vielleicht weil war das, als wir das bei Red Dead gespielt haben, also nicht maximal All-In gehen kannst, doch irgendwie besser. Spiel die All-In-Karte, da wird keiner mitgehen. Okay, hast du Bock auf All-In? Die All-In-Karte spielt keiner von denen mit. Bram hat keine Ahnung. Das ist voll geil, das ist Teufelchen und Teufelchen. Das ist gerade echt keine Ahnung. Bram hat keine Ahnung. Schon. Machst du nochmal? Ich gehe da mit. Glück oder nicht? Ich gehe da mit, dann fliegst du raus. Ja, oder gleichzeitig Bram fliegt raus. Die Frage ist halt, wie nah bist du in dem Bereich? Oh, und eine Frage, bis dann einer raus ist. Ich bin raus. Ist raus. Sepp All is raus. Guck dir, wie das ist. Damit ist Peter noch dabei. Es ist ordentlich bei dem Pott. Aktuell. Von 2000, wie viel ist drin, Sey? Ja, die zweite Zahl. 3050. Ja, plus die 2000 von Bram. Ja, nee, sind es ja nicht. Aktuell sind die für Peter. Ja. Doch, Bram hat die in den Topf getan. Für Peter schon. Bram, ja, okay. Der Topf ist gerade bei 5050 dann. Wie gut hast du getroffen? Gar nicht. Also, guck es gibt noch einen. An. Nur noch mal zur Erklärung. Der hat die Frage wahrscheinlich gar nicht verstanden, weil er immer also noch so nur noch mal zur Erklärung auch für die Zuschauer. Ach komm, ey, wie kann man denn euch nicht rausflöffeln? Es gibt noch einen Hinweis und dann gibt es noch eine Antwort. Also, ja, das heißt, Peter ist rausgegangen, ja. Das heißt, Pott geht am Rahmen. Der nächste Hinweis wäre gewesen, muss natürlich keiner zeigen. Die gesuchte Zahl entspricht dem Feuerwehrnotruf in Österreich. Und wie ist der Feuerwehrnotruf in Österreich? 130. Nee, 122. 122 Zentimeter. Wait, what? Wäre es gewesen. Was hast du? 2 Meter Stab. Das sind 2 Meter Glieder. Hab ich doch gesagt, dass das kein Ja, natürlich, Peter! Ich bin der Heimwerker! Jedes Glied sind 20 Zentimeter. Oh mein Gott, ja gut, genau. Also ich hatte 101. Tja. Ich hatte mehr. Haha, und er wischt schon. Ja, ja. Wer weiß, was ich hatte. Ich hätte gewonnen. Ich glaub, Bram war schon gar nicht so ärgerlich. Fair. Okay, das heißt, wir wandern jetzt einmal weiter. Dealer ist Jay, Smallblind ist jetzt, Blind. Smallblind ist jetzt 100. Wird jetzt schon erhöht. Eben. Ah, jetzt bei der Dealerwechsel wird erhöht. Ja. Veto. Jay. Ja, sonst spielen wir 15 Stunden. Finde ich gut. Jay, du bist der Dealer. Die vierfüllte Tour de France fand wann statt? Ah, okay. Die hatten wir schon. Wie viele Tasten hatte die NATO? Da kann sein, dass jetzt alle unsere Karten. Wie viele Tasten hat ein Klavier? Den! Dann sind die alle weg. Dann können wir die zur Seite packen. Ja, mach doch erst die ersten 10 so weg hier, zack. Wie alt war Boris Becker, als er zum ersten Mal Wimbledon gewann? Wir hatten, wann Andre Agassi geheiratet hat oder so. Tennisfragen hatten wir schon. Nichts mit Boris Becker? Nein. Nee, wir hatten Steffi Graf, glaube ich. Ja, meine ich nämlich auch. Steffi Graf und Andre Agassi. Genau. Wann gewann Boris Becker sein... Erstes Mal Wimbledon. Nee, Moment. Die Frage war anders. Mit wie vielen Jahren und nicht wann. Oder? Ja. Wie alt war Boris Becker, als er zum ersten Mal Wimbledon gewann? Jetzt hole ich mir mein Geld zurück. Gib mir mein Geld zurück. Okay. Ja, schreib einfach an die ganzen Dinger, anstatt halt so der kleine Fragezeichen, als ich meine Zahl da geschrieben habe und jetzt mit Dina. Ich war mal 500, ne 200, ja 200. Nimm mal mein Foto mal. Das war mit. Tennisfragen, da sehe ich mich. Jay ist Dealer. Ich bin Dealer. Ah ja, Peter. Also ich würde gerne mitmachen, weil ich es wusste. Aber... Nö. Peter ist raus. Was hat sie? Komm ist auch raus. Ja, auch raus. Ich gehe da mal mit hier. 800. Lass mal gucken.
Erhöht auf 1000. Okay. Das heißt, du hast gecallt. Moment, du hast erhöht? Was? Ja, also ich hast gecallt auf 1000. Das ist aber... Das von Bram. Von mir. Und Peter. Chris Roberts wusste schon, dass man nicht für immer so alt sein kann. Wer auch immer das ist. Wahrscheinlich ein Sänger. Was? Wahrscheinlich hat er einen geilen Song gemacht. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. You are not 28 forever. Ja, so, ja, so, ja, genau. Alter. Mit 66 Jahren, da fängt man schon an. Mit 66 Jahren, da hat man wieder dran. Ja, ich glaube auch, dass Boris Becker das erste Mal mit 66 gewonnen hat. 66 darf man wieder an die Muni ran. Geil. Ja. Freue mich schon. Nur 35 Jahre, was ist denn los? 700. Ich muss immer um den Big Blender 600. Das heißt 200 mindestens. Das heißt, gecallt. In Italien hat die gesuchte Zahl eine der 13 in anderen Ländern entsprechende Bedeutung als Unglückszahl. Ach. Muss dran. Check. Check. Gut, dann decket mal auf. Nee. Nee, einmal nee, das noch. Es wird die Antwort gesagt und dann gibt es noch eine Bieterrunde. Ja. Mhm. Oh, Entschuldigung. 17. Mhm. Check. Ist jetzt 1000. Nice. Christian muss erst aufdecken. Oh, 20? Oh, 20 ist. Ich wollte eigentlich 19. Zu 19. Oh nein, er hat 19. Ich hätte gewonnen. Der war nicht 19 gemacht. Der war super jung. Also ich wusste, super dass er noch unter 18 war. Der war super jung, aber ich wusste nicht mehr, ob er tatsächlich noch so jung war. Ich wusste, dass er unter 18 war. Ah, shit, ey. Ja, GZ, Christian. Ja, du wusstest es halt. 250, nee. 500 jetzt. Das davor war ja klar. Ja. Das war ja easy, aber das war jetzt eine schwere Frage. Man kann sich ja trotzdem ärgern, wenn man mal ein gutes Blatt hatte. Stimmt. Ja. Ich war auch mit 118 nicht schlecht. Das ist small mit nee, das big. Ja, big. Mit 2 Zentimeter. Ja. Seid ihr bereit für die nächste Frage? Ja, klar. Aufmerksamkeit bitte. Wie viele Meter lang ist eine Seemeile? Oh. Das kann man wissen. Wie viele Meter lang ist eine Seemeile? Eine Seemeile. Wie viele Meter? Wir geben eine ganze Seemeile. Bitte machen Sie jetzt hier Tipps, egal ob getippt wird oder geraten oder gewusst oder... Was haben wir noch? Was es da noch so gibt? Von geträumt. Der Christian beginnt. Ich gehe mal mit. Geht mit 500. Jonathan. Ja, der Big Blind ist halt 500. Gönnst du dir die oder nicht? Ich will gewinnen eigentlich, ne? Ja, bisher bist du sehr passiv. Ja, ich will halt auch gewinnen und ich habe echt von Seemeilen halt keine Ahnung, aber dann ich ärgere mich, aber wohl ich raus. Geh. Dann geht's wohl nicht raus. Okay. Okay, das heißt, schließe auf. Gut. Du hättest jetzt noch die Möglichkeit zu erhöhen? Ja. Okay, aber du checkst. Okay, gut. Dann kommt jetzt hier der erste Hinweis für euch. Läuferisch handelt es sich schon um eine Langstrecke. Läuferisch handelt es sich schon um eine Langstrecke. Mhm. Also die Meteranzahl, die eine Seemeile ist. Christian, hat das deinen Tipp verbessert oder verschlechtert in deinen Augen? Oh, klare Verbesserung! Raus. Jay ist raus. Bram, da sehe ich mich da raus. Gut bei. Sepp sieht sich da ebenfalls gut bei. Wurde gecallt. Ich habe schon ganz schön viele Sachen hier beantwortet oder nicht, weißt du? Der nächste Tipp. Die englische Meile ist knapp 243 Meter kürzer. Ja. Ich checke. Also wenn ihr jetzt 243 Meter stehen habt, dann... Das ist interessant. Warte. Die englische Meile ist 243 Meter kürzer. Er hat gecheckt. Ja, dabei sind wir die Reihenfolge richtig. Ja, ja, okay. Ja, ist gut. 3000 von Bram. 3000 von Bram? 230 Meter ist sie kürzer als die englische Meile. Nein, 243 Meter ist die englische Meile kürzer als die nautische Seemeile. Die Seemeile. Also ist die nautische Seegurke. Die hier länger als die englische See. Also? Nee. Nicht als die englische Seemeile. Als englische Meile. Die englische Meile. Ein bisschen belastend. Wie viel sind denn da? 2 Meilen?
doppelt so viel. Was ist denn 200 Meter? Die Frage ist, wie viele Meterstäbe bräuchtest du dafür? Die Hälfte nur, weil die da sind 2 Meter lang. Richtig. Auch bekannt als Zollstock, by the way. Ich wusste nicht, dass ein Meterstab ein Zollstock ist. Das war das Einzige, was ich bei der Eishockey-Frage wusste. Alles andere habe ich keine Ahnung von. Ja, wenn Sepp da machen, muss ich das nicht. Geh raus. Sehr schön. 3000 nochmal von Sepp in die Mitte. Das heißt, weiter geht's zwischen den beiden. Die Antwort ist 1852 Meter. 1852 Meter ist eine Seemeile. Dennis Bram. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, All-In zu gehen oder alles zu setzen oder nur ein bisschen was zu setzen oder gar All-In oder alles. Ist schon krass. Ich will All-In oder alles setzen, ne? 1800 ist schon nah drin. 1852 ist schon gut. Ich sagen. Aber ich habe mich ganz getroffen. Ja, mit 1800. Ich habe auch nicht ganz getroffen. Vielleicht baitet er ihn jetzt natürlich auch. Natürlich baitet er ihn. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Check einfach. Okay. Check's einfach. Oh, Sam, dann ist jetzt deine Chance, dir diesen dicken Pot zu holen. Genau, das eigentlich for free. Gibt's ja eh nur noch eine Möglichkeit. Nee, das stimmt nicht. Der kann auch tatsächlich einfach sagen, ja, check auch. So aufdecken. Okay, genau. Dann deck bitte auf. Ich glaube, Bram zuerst. 1388. 1600. Die Punkte gehen an Sebastian Lenzen. Herzlichen Glückwunsch. Warte mal, die englische Meile ist dann 143 Meter länger, das heißt 1852 mal plus 243. Ah, okay. Ich dachte irgendwie, die wäre die englische wäre. Ich dachte, Bram würde so weit wenigstens wissen. Geil! Enttäuschend ist okay. Ich hab die Sportfrage schon gewonnen heute. Du bist jetzt Dealer, Bram. Okay. Ich hab die Sportfrage gewonnen. Eishockey? Stimmt, nee, Tennis. Die hast du ja selbst gestellt. Du hast sie geblufft. Hast sie nicht gewonnen? Ich hab die gewonnen. Ja, du hast sie geblufft. Ja, egal, wie ich die gewonnen habe. Ganz schnell hat er weggewischt. Gentlemen, lass uns spielen. So, hier. Ja. Haben wir die Blinds bitte? Oh ja, Small ist jetzt. Ich hätte gerne. Was ist es? 1000 und 2000. Nee, 4800, oder? Hey, wir hatten doch gerade schon 500, oder nicht? Moment, wir sagten gerade 500. Wer ist denn bis da gesprungen? Nee, 500 war der Big einfach gerade. Ach so, genau. Dann haben wir 300 und 600. 300 und 600. Ja. 300. So. Wer ist denn dran? Ach du, Bram. Du bist drin, das ist Dealer. Okay. In welchem Jahr ließ Hans Riegel seine weltberühmte Firma ins Bonner Handelsregister eintragen? Ende aller Informationen. Ja, wer die Hans Riegel GmbH nicht kennt oder was auch immer, der ist halt jetzt fehl am Platz. So, machen wir mal ein leeres Foto. Okay, Jonathan. Die Hans Riegel, Alter. Ja, 600. 600 auch von mir. Ja. Ja, geh's auf 600 hoch. Klar. Ja, Stachel aus. Erhöhen Sie noch. Das Ding. Wird gecheckt. Alles klar, damit sind wir in der ersten Runde noch dabei. Alle spielen noch mit. Keiner hat versucht, jemanden rauszuschmeißen. Hans Riegel wurde 1893 in Friesdorf in der Nähe von Bonn geboren. Oh, dann hat er Haribo gegründet. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Nee, das hätte ich auch nicht gewusst. Hätte jeder gewusst. Nee. Echt nicht? Hans Riegel aus Bonn, Hans keine Ahnung. Das hätte ich auch nicht gewusst. Hätte echt das alles nicht gewusst? Doch. Also ich hätte vermutet, ist ja ganz klar. Also das weiß ja jeder. Nee, ich wusste es wirklich nicht. Das ist der Werksverkauf ist auch bei Bonn. Ja, deswegen. Haribo, Hans Riegel. Aber wäre ein ganz schöner krasser Tipp gewesen, wenn ich Spieler wäre. Ja, aber ich meine, du hattest ja die Jahreszahl war ja schon der Tipp und du kannst eh nicht mehr ändern. Die Jahreszahl ist so ein größerer Tipp gewesen. Eben, also die Jahreszahl. Okay, Jay. Heißt der wirklich Hans Riegel? Ja. Der Typ heißt zumindest Hans Riegel, um den hier geht. Nee, Bram war 2000. 2000 mal, ja. 2000 geht dann mit. Heißt nicht Hans Riegel. Sebastian. Hannes Riester. Haribo, Hans Riegel aus Bonn. Ah. Sebastian. Das macht's ja nicht, ich bin raus. Christian. Was ist passiert? 2K. Ja, nee. Oh, Jim und ich wieder. Das finde ich gut. Okay. Fresh. Gib den nächsten Hinweis.
Ach, guck mal. 1925 begann Haribo mit der Herstellung von Lakritzprodukten. Mhm. Ich glaube, ich habe so gut getroffen. All in. Ich komm mit. Oh, endlich! Das heißt, warte mal, ihr seid beide all in, ne? Ich hab weniger als. Du wolltest kaufen. Du wolltest den Pott kaufen. Ich seh's so an deinem Blick, ja. Weißt du, wie ihr all in sagt und du hast nicht davon gerechnet, dass er mitgeht. Jay wollte das erste aber gleich weniger. Viel noch. Wobei ja, eigentlich ist scheißegal. Eigentlich scheißegal. Ihr könnt eh aufdecken, ne? Ihr müsst ja eh aufdecken. Ja. Ja, zuerst. Dann. Meinst du? Oh! Bin ich wohl näher dran? Oh! 1921. Aber hat der später gegründet, die Scheiße. Nee, okay, guck mal. Ja, dann kannst du halt ins Handelsregister eintragen lassen. Das wurde später gemacht. Deswegen ist das zumindest meine Hoffnung gewesen. Okay, scheiße, ich bin schon wieder der Erste da draußen. Ach komm! 1920, glaube ich. 20. Ja. Ist die Antwort. Ich hab das. Ein Jahr. Ein Jahr. Nice. Mann, und ich wusste es auch noch. Okay, ja, also du hast mehr als recht, ne? Du hast mehr als Peter. Drei. Das ist, kriegt er sowieso schon. Drei rote. Ja, ich hab vier. Dann gibt es drei. Wir sind nur drin. Vier, blau, vier weiße. Ja, 500 minus. Ja. Vier grüne. Ja. Drei gelbe. Und 1, 2, 3, 4 blaue. Okay, das heißt einmal 50 minus, einmal 500 minus. 550 minus. Ja, irgendwie musst du den jetzt. Das ist richtig, genau. Ja. Ja. Cool! Jay wollte lange drin bleiben. Fuck it, ey! Das Problem ist, dass Jays All-In-Runde jetzt auf jeden Fall, weil der Blind sich erhöht, der Big Blind. Auf 800. Auf 800, wir haben schon Sideboard. Ich bin schon wieder der Erste, der draußen ist. Ja, jetzt schon Sideboard. Oh Mann! Das ist auch gut, dass Jays auf jeden Fall den Blind hat. Er muss auf jeden Fall. Boah, ich wusste nicht, dass der. Ja. Ich habe am Anfang tatsächlich. Klar, Hans Riegel aus Bonn weiß jeder. Ich wusste direkt, dass es Hans Riegel ist. Aber ich habe am Anfang erst so, der erste Gedanke, den ich hatte mit Riegel, dachte mir so, alles klar. Ferrero Kinder. Ich dachte halt wirklich, dass der erst in einer Nachkriegszeit gegründet wurde, Haribo. Habe ich auch gedacht. Ich hätte das auch nicht gewusst. Aber ich war Hans Riegel schon raus gewesen. So die goldene. Ach, scheiße, Mann, ey, das ist doch kacke. Wie viel ist Small Blind jetzt? Das muss ich noch bringen, nicht die Frage. 400, 800. Mhm. Stimmt, wir haben jetzt schon Zeitpotent oder 500. Ja, deswegen. Also das wie funktioniert denn das da mit diesen Blinds? Hier haben wir ein paar Beispielfragen mal vorgelesen. Das heißt, ihr müsst jetzt auf 500, achso, er müsste auf 550 erhöhen und dann und auf 800. Okay. Nee, wenn ich auf 800 mitgehe, bist du ja schon überboten. Ja, ja. Auf jeden Fall, also wir weil auf du jeden Fall auf jeden Fall 550 plus 250 bieten musst. Genau. Genau. Ja. Ja. Also wir müssen 800 bieten. Ja. Gut. 800 ist das. Kommen wir zur Frage. Komm bitte. Formel 1. Aus welchem Jahr ist der Film? Da sehe ich Jay. Ein Film, den Jay sehr gerne mag, Pretty Woman. Pretty Woman. Walking down the street. What the fuck? Ja, kann man wissen. Ja. Ja, easy. Kann man wissen. 1900. Das ist mein Tipp. Gebe ich mir auch einen krassen Tipp. Ja. 1900. Weißt du, wer da mitgemacht hat und so? Ja, Richard Gere und Julia Roberts. 2005. Krass, ey. Ich finde das aber krass, wie Jay immer Informationen rausfliegen lässt für die Leute, die eventuell den Film nicht mal kennen. Ich bin eh auch den. Ich hab nicht mal geschrieben. Also, wir 800, ja? Nee, Moment, Bram ist, hat noch nicht geschrieben. Ich hab noch nicht geschrieben. Entschuldigung. Eine Sekunde kurz, ne? Du wirst nicht wissen, ob ich mitgehe oder nicht. Das ist doch sein Aus welchem Jahr ist der Film Pretty Woman? Warte mal, er schreibt noch. Du bist fertig. Bin fertig. Jay schreibt auch noch. Okay. Ah, Sammy beobachtet das schon sehr gut. Okay. Er freut sich schon darauf, dass Jay gleich mit ihm spielt. Ich habe an ihn mal geschrieben, er soll mir alles weiterleiten, was James schreibt. Sehr, sehr gut. Das wäre okay. Okay, 800. 800 gehst du mit. 850 meinst du. 800. Peter, der Filmprofi muss will schon aufteilen. Will sehen. Ach so. Richtig. So, Bram. Ja. 850. 800. Für Jay sein Pott. Jawohl. Sehen wir uns. Christian? Ich weiß, das ist jetzt kacke, aber für 800 nehme ich die 5 Frage.
Ich gehe mit und erhöhe um 1000. Jay ist die. Ach, okay. Jay. Christian ist sich sehr sicher. 1000. Das heißt, ich mache jetzt die 800 hier voll. Die 800 voll, nochmal 1000 drauf. Krass. Okay, das macht es zumindest einfacher. So, das sind die 800. Ja, du musst den Sidepod für Jay falsch machen. Ja, musst du falsch machen. Du musst 250 und 550. Den 100er weg. 250 und 500. Und noch 50er. Ja, perfekt. Perfekt. So, und jetzt noch die 1000 dazu. Perfekt. So, zack, zack, das ist meiner. Peter, der Filmprofi. Hätte ich gerne. Achso, ja. Euer und Jay natürlich die 1000. Und dann Ram und Peter gehen mit, Alter. Das war, da haben wir, glaube ich, alle eine ganz gute Vorstellung. Ich glaube, dass wir auch sehr nah beieinander liegen könnten. Wäre ich direkt raus gewesen? Ich bin eh raus. Okay, ja, dann kommen wir doch zu dem ersten Hinweis. Julia Roberts wurde 1967 geboren. Oh, ist sie alt. Ich bin raus. Die ist ganz schön alt, die Frau. Ich pack das schon mal hier rüber. 1967 wurde Julia Roberts geboren. Christian. Nee, nee, Christian ist Jay. Ich muss das Jay darf eh nichts mehr machen. Jay kann nichts mehr machen. Jay, was machst du? Raus. Du kannst nicht rausgehen. Du bist voll schon, damit man meine peinliche Antwort nicht sieht. Ich muss zugeben, das hat mich jetzt ein bisschen. Die ist echt alt. Ja. Ich check mal. Bram. Nein. Kannst du dir einen Pod kaufen? Ist sie geboren 1967? 1967 ist sie geboren, ja. Dann ist der Film vorne. Ja. Dann ist der Film, genau. 84. Nee, 85. Also Bram checkt auch. Christian. Über 18. Christian weiß ganz genau, in welchem Jahr der Film rauskam. Ja, die war 18 in dem Film. Hat dann in Lotto gespielt. Ja. Aber wie alt war die, als sie den gedreht hat? Auch 18. 2000. Der Wichser. Christian will hier. Boah, ich habe aber so ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt. So eine Scheiße, ey. Ja, manchmal. Vielleicht hätte ich auch erst später angefangen. Manchmal wollen die Dinger hier aber auch einfach. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Ja, ich habe auch ein richtig gutes Gefühl. Ich habe auch ein richtig gutes Gefühl, sonst hätte ich nicht irgendwie. Also, ich hätte auch getippt, so Peter gegen Christian. Bram, da. Du bist schon richtig viel drin, ne? Hab ich davon vorbei. Die hat er nicht mit 18 gemacht. Doch. Nee. Jay weiß 5 Fragen seit wann? Nee. Die ist von 1985. Ja, hab ich davon gemacht. Nee, der ist ja von 85. Ich bin noch dabei, ihr Schlampen. Sehr gut. Okay, bin auch raus. Nächster Tipp. Nächster Tipp. Die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl findet statt. Bin ich Lacker! Das hast du letztes Mal auch gesagt. Das stimmt, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Dann hast du geblufft. Ja, habe ich geblufft, aber ich habe gewonnen. Müsste ja dann 1990 sein, ne? Peter checkt. Nee? Peter checkt. Ich check auch. Was? Dafür, dass du getroffen hast, ist ganz schön, aber okay. Christian möchte Bram nicht fake. Vom Haken. Christian möchte Bram sehen. Erhöht um 1600. Ja. Boah. Peter, erste deutsche, gesamtdeutsche Bundestagswahl. Ja, ist raus. Ich gehe mit, ich call. 1600? Bram, call 1600. Ich glaube, da bin ich nicht der Richtige. Jetzt muss noch die Antwort sein, ja. Dann gibt es noch eine Runde, ne? Jay hat die Antwort schon gegeben, 1990. Kam der Film raus? Ich bin sehr wahrscheinlich am Arsch. Ja, also ich bin hier raus. Also Jay ist ja noch drin, auch nett, ne? Du kannst maximal verdoppeln, oder? Nee, verdreifachen. Du musst mindestens. Nee, Jay. 800. Nee, Jay kriegt ich krieg das hier. Viermal. Ich krieg hier nix. Ich krieg den Taubenschiss. Na, guck mal, kannst du mehr als verdoppeln? Ja, du hast nicht mal 800. Ich hab vervierfacht. Okay, nee, verdreifacht. Nee, vervierfacht. Du hast nicht mal 800. Nach der Information, möchtest du noch was tun? Nach der Information kann ich mit dem letzten, was ich habe, noch reingehen, wa? Wie viel sind also 1000? Ach, ich so, sind 1450. Ja, das mache ich auch noch mit. Ja. Christian called. Ja, dann deck mal auf. 94. 94. Oh, ich wäre besser als Bram gewesen. Das ist jetzt belastend, aber nicht für mich, sondern für uns beide, weil ich habe auch 94. Ja, 92! Ich bin drin! Oh, what?
alles mein! Alter, ihr Ficker! Ihr seid solche Ficker! Ich hab eine Filmfrage gewonnen! So, das J-Imperium baut sich neu auf hier! Fuck! Okay, ja, war ich der Einzige, der war ich am richtigsten? Ja. Ja. Klar, du warst 2 Jahre näher dran als wir beide. Yeah. Wobei, okay, nein, hätte gemacht. Ja sein können, dass jemand anders. Ja, Christian, ich hatte 93. Geil. Schon ganz schön geil jetzt gerade, ey. Krass, Gleichstand. Ich habe am Anfang gedacht, scheiße, da war in den 80ern und dann, okay, 1990. Das fühlt sich richtig gut an. Warte mal. Small Blind. Kann ich mitgehen. 500.000, alles klar. Christian ist Dealer. Hab ich schon so viele Runden gemacht? Ja. Nee, lol. Nee, die Fotos, die ich gerade gucke, das sind meine Antwort von der letzten Mal. Ah, okay. Da sind meine Antworten. Ja, schenke ich dir. Geil. Keine Teil. Krieg schon Anrufe. Haare bitte vom Tisch. Christian ist jetzt Dealer. Ja, warte, dann sortiere ich gleich und dann lese ich schon mal die mega gute Frage vor. 1000. Ihr dürft. Okay, einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen, ey. Da bin ich jetzt mal gespannt. Dass du überhaupt nicht da reingesetzt hast gegen Peter vorhin. Hä? Ich wollte Big Blind. Nee, ich meine die Runde davor. Ach so, davor. Ja, weil ich halt wirklich davon ausgegangen bin, dass 1950 nicht falsch ist. Christian, das ist ein bisschen raus aus dem Bild. Wir hatten noch nicht die Freiheit. Ich wollte halt sich mit dem Ort irgendwo trotzdem rauskaufen. Ja, auch ein bisschen. Ready, ready. Ja, bist du ready. Da bin ich sehr gespannt jetzt. Es kommt eine Sportfrage. Wie viele Nationalmannschaften hatten sich für die Qualifikation zur Fußball-WM-Endrunde 2014 in Brasilien angemeldet? Wie viele Nationalmannschaften hatten sich für die Qualifikation zur WM-Endrunde 2014 in Brasilien angemeldet? 2014 war WM. Aha. Wie viele Mannschaften haben sich dafür angemeldet für die Quali zur WM? Quasi. Das ist die Frage. Und ich mache jetzt ein leeres Foto. Für die Quali zur WM? Jo. Ist das absolutes Basiswissen? Absolutes Basiswissen, weil das lernt man direkt in der Grundschule erste Klasse, bevor man Hallo sagt. Grundschule erste Klasse. Hat man auch zu unserer Zeit schon gelernt, dass 2014 sein wird. Ja, genau, da wusste man dann schon. Das ist echt belastend, wie viel. Das heißt, also eigentlich haben wir eben nur Peter-Chips weggenommen. Ja. Das ist okay, damit kann ich leben. War noch der, die besten Antworten. Das ist richtig, dann heißt, wir haben alles richtig gemacht. Peter, du musst halt auf dich vertrauen, deine Antwort, die du geschrieben hast. Das war echt. Und du musst wissen, wenn Bram Bujaka schreit, dann hat er nix. Der war doch gar nicht schlecht. Hat er zumindest nicht getroffen. Ja, schon. Guck mal, ich hab gewonnen. So, hast du auch gewonnen? Wir gucken mal langsam. Da ich hab noch nicht. Nee, noch nicht. Achso, du hast noch nicht geschrieben? Ich hab noch nicht geschrieben. Okay. Ich muss am Rechnen. Am Rechnen? Ja, ich habe auch schon zwei im Sinn, einen fallen lassen. Ja. Muss ja rechnen. Jetzt ist die Frage, habt ihr getippt, geraten, nee, gerechnet. Geschätzt, ich habe direkt gerechnet, auch noch dahinter geschrieben, wie viele Spiele hast du. Multipliziert oder addiert? Nee. Multipliziert. Multi-addiert. Multi-addiert. Dann nochmal ein bisschen Spielraum drauf. Ja, krass. Wurzel. Ich habe die Wurzel aus 0 gezogen. Kleiner Tipp, Deutschland hat sich auch angemeldet. Einer schon mal. Also mehr ist 0. Das hätte ja so eine Fangfrage sein können, hätte sich eigentlich keiner angemeldet. Gesagt, hast du braucht jemand nochmal die Frage? Nee. Aber ich bin echt froh, dass du nochmal erzählt hast. Das ist kein Scherz. Ja, bin ich auch. Dass das die Qualifikation. Die Quali. Also steht Anmeldung, da extra. Weil da steht Quali extra drin, ja. Die, zur Anmeldung für die Endrunde steht genau. Ja da. Ja, genau. Das ist ein bisschen schwammig formuliert. Das war mein Ding. Genau. Ja, warum zwei? Ja, Endrunde halt. Endrunde halt. Also tatsächlich zur Qualifikation für die Fußball-WM-Endrunde. Deutschland und gegen wer auch immer gegen uns verloren hat. Ja? Was heißt denn Qualifikation zur Fußball-WM-Endrunde? Keine Ahnung. Das Problem ist, das kann ich dir nicht beantworten, weil wenn jemand das weiß, dann sag doch. Gib mir Geld. Nö. Gib mir Geld. Ich ja, das musst du gleich mal. So, wenn ihr alle habt. Ich bin raus. Bram, der Erste, der ist raus. Ja, ich bin auch raus. Sepp ist auch raus. What ja, the all in. Jay. Geht all in. Ja, Peter, so, raus. Ja, Moment. Ey, ist egal, du bist raus. Der geht all in. Ja, ist egal. Ich hab falsch. Alles klar. Du hättest wahrscheinlich noch 1000 bezahlen müssen oder so, okay. Nee. Nee, muss er ja nicht. Also ich hätte halt... Aber Peter hat ja den Big Blind. Ja, genau. Das heißt, Peter hätte noch insgesamt 1000 oder... Ja, warum soll ich das denn... Ist ja okay, pass auf. Ich finde das schon nett. Möchte jemand schätzen, nicht, dass er getippt hat oder aufgeschrieben hat, sondern...
Die FIFA hat insgesamt 209 Nationalverbände, war der erste Tipp. Zweiter Tipp, es waren mehr Verbände als in der Endrunde erzielte Tore. Das bringt eigentlich irgendwie gar nichts. Na ja. Es waren 204. Ja. LOL! Da war ich aber... Die WM-Endrunde ist das, was komplett in Brasilien gespielt wird. Also okay. Alle Gruppe A, B, C und so weiter. 32 Mannschaften. Also im Endeffekt die Quali so. Zur WM. Nee, okay. So viele sind da gar nicht. Krass, so viele. Ach, wie belastend. Jetzt, ey, weißt du, wenn ich Thieler bin, ist gar auf keine 200, irgendwas ist immer auf Platz 200 noch was. Krass. Und deswegen war es eigentlich relativ einfach. Genau, also du musst einfach 1000, 2000. Ja, wenn man es weiß. Ja, wenn man davon einen Plan hat, ne? Da war ich. Das war belastend. Ich würde gerne Sachen passieren lassen. So. Jay ist immer noch drin. Ja. Letzten Runde auch für Jay. In welchem Jahr startet Mark Zuckerberg das Unternehmen Fatzebook als Student an der Harvard University? Kannst du das mal bitte richtig vorlesen, Jonathan? In welchem Jahr startet Mark Zuckerberg das Unternehmen Facebook als Student an der Harvard University? Zufrieden? Ja. Dankeschön. Gerne schön. The Facebook. Ich hab doch den Film gesehen, just, Mensch. Just Facebook. Was ist das für ein Als Facebook rausgekommen hat, war ja. Internet. Ja, das haben die im Laden gemacht, ne? Ja. Meine ich nämlich auch. In so einer Garage an. Wir haben die so mit Rechenschiebern. Brieftauben. Das ist eine Frage, da bin ich froh, dass ich nie da bin, tatsächlich. Weil das ist eine Frage, die kann man durchaus wissen, ja, aber man kann da auch viel verkacken mit. Ja. Mobile, Big Blind, Schatz. Muss man tun. Achso, der Schatz. Das Problem hey, ist, wenn ich da wieder mitgehe, bin ich all in. Bin raus. Moment, ich schreib noch. Eine Sekunde. Achso, ja, schreib mal. Schreib mal raus. Ich muss noch ein Foto machen. Da bin ich, glaube ich, da kann ich noch verlieren. Dann war das krass. Weihnachten? Weihnachten war das. Weihnachten? Was? Okay, hab gemacht. So, Sepp hat gesagt, ich bin raus, aber sowas von hier. Ich auch. Ja, ich auch. Ja. Echt jetzt? Peter ist auch ausgegangen. Ich werde nicht alleine mitspielen. Aber 1 gegen 1 ist doch das Beste. Ja, theoretisch. In diesem Jahr sterben Peter Ustinov, Ronald Reagan, Ray Charles, Marlon Brando. Marlon Brando, noch nie gehört, keiner. Christopher Reeve, Stig Larsson und Yasser Arafat. Ja. Nächster Tipp. Werder holt das Double. Alter. Das ist ein bisschen weniger. Ich hatte 2-2. Und 19. Und die richtige Antwort ist 2004. Oh, war ich weit weg. Wie viel war das? Hast du gesagt, was du hattest? 2-2, er hatte 2-8. Fuck, ich hatte 2-5. Ich wäre auch rausgegangen. So, immer so. Weil ich war mir nicht mehr sicher, wann er es gestartet hat. Ich hätte echt gedacht, also dass das hier so eine fiese Runde wird bei euch. Okay. Ich dachte, ihr wisst das, deswegen bin ich rausgegangen. So eine Scheiße. Da muss ich ihn fragen. Das war wahrscheinlich 2015 oder so. Ja. Nee. 2500. Hallo? Oh, warte mal, ich hätte. Jetzt muss ich mitgehen, ne? Also, das ist keine Ahnung. Ich habe auch den Film gesehen und dachte mir so, 2008. Aber der Film sah nicht so also jung aus. Und Peter hätte noch gedacht, so 80er-Jahre-Frisuren. Das auch der Teufel. So, wenn Peter den Move von Sepp gemacht hätte, so alle sind schon fertig und er sagt, ich bin raus, dann wäre ich mitgegangen. Das ist das jetzt 1500, 3000? Ja. Geil, 3000, easy. Naja, 3000 gönne ich mal. Ich glaube, da gehe ich wohl mit all in. Das ist jetzt auch genau deine Frage, Jay. Ich lese sie mal vor. Wie viele Suren gibt es im Islam? Was? Jo, eins. Was ist denn eine Sure? Ja, genau. Wie viele Suren gibt es im Islam? Das ist so was wie eine Mose. Easy. Das kann man wissen. Was machen wir das jetzt? Sur, 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 Bienchen, Sur herum. Genau so. Scheiße. Das ist die Frage, liebe. Ich kenne noch Marc Suhr, das ist ein guter Formel-1-Fahrer und super. Easy. Wie viele Suren? Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ehrlich gesagt. Ich glaub schon. Ist doch nicht schlimm, Peter. Du kannst auch ruhig falsch sagen. Das ist das Problem. Ja. Haben alle getippt? Ja, ja. Ja, was willst du nachdenken, wenn du nicht weißt, was das ist? Ich muss das zusammenrechnen, so wie gerade. Ja. Ja. Ich habe Foto gemacht. Fotos machen. Okay. Okay, dann wird nochmal richtig. Jay muss sich nochmal in sich gehen.
Okay. Alter, der Stift ist ja voll in den Hohl. Das ist ja voll in den Hohl. Christian! Ja, ich bin ganz geschmeidig drauf. Da kann all in. Jonathan, all in. Wie viel sind denn all in bei dir? 3200. Dennis Bram. 3200, der liebt Dennis 3000. Ja, folgendes. Mhm. Wir callen beide. Mhm. Und checken wir durch. Ist okay für mich. Ja? Die Lemuren, die sehe ich da. So, im Zweifel verdoppelt er halt sein Ding. Wie viel ist er denn? 3000? Verdreifache ich den aber. Ja, verdreifachst du den, ja. Oder er ist halt raus. Wobei es relativ das ist 3000. 3200 insgesamt. 200, okay. Mittlerweile ist die Inflation hat schon stattgefunden, dadurch, dass der Blind so hoch ist. Ja, ja. Okay. Ein bisschen bitter, das ist so eine komische Frage. Ich habe gecallt. Ja. 3200, okay, perfekt. Das heißt, theoretisch, ihr habt euch ja wirklich darauf jetzt geeinigt, dass ihr nicht mehr so gut seid. Als ob die nach der Spielregel spielen, die beiden. Die 3200 kann man nicht. Jetzt musst du die nächste vorlesen. Er kann ja nicht erhöhen, weil er geht ja auch mal in. Aber ja, normalerweise darfst du ja nur mindestens um den Big Blind erhöhen. Wie viel war denn der Big Blind? 3000. Ich muss 3000. Aber ich gehe aber. Er geht halt all in. Ja, ja, aber würde ich sagen, da muss man dann callen. Ja. Ich weiß das nicht, deswegen vielleicht weiß das jemand. Okay, erster Tipp. Es gibt in der Bibel 36 mehr Psalmen als Suren. Als wahrscheinlich Suren im Islam halt. Also in der Bibel gibt es 36 mehr Psalmen als Suren im Islam. Das ist definitiv nicht. Das soll eine Antwort werden, ja. Okay, Jonathan kann nichts machen, das heißt. Du darfst nicht vergessen, wir haben den Shit aus sortieren hier. Die Geburten keine Suchen. Nee, ich weiß. Die reden immer vom, vom 97. Psalm oder sowas lesen die immer raus. Deswegen bin ich eigentlich doch sehr mit 3000 nicht gut dabei. Gut dran. Alright, ihr habt beide gecheckt. Mhm. Der nächste Tipp ist, in Vietnam sollte man diese Nummer anrufen, wenn es mal brennt. Das ist viel, viel besser, meine Antwort. Ey, Bram, warst du schon mal in Vietnam? Ich war noch nie in Vietnam. Ich hab keine Ahnung, aber ich check wieder. Ich check auch. Alles das klar. Finde ich krass. Ich hätte dann kommt jetzt die Antwort. 114 Suren im Islam. Ja, da war ich ja ganz nah dran. Check ich wieder. Bram. Check ich auch. Okay, perfekt. Dann deckt mal auf. 101 Suren. Das ist ja ein großer Film. Kennt man doch, ne? Jawoll, Junge! Bitches! Als Becken! Alter, ihr habt auch noch einen auseinandergetippt. Ich dachte, das wären die Jungfrauen. Was? Das sind 10. Nee, kriegst du nicht. Nee, das sind nur mal mit 40. 47, war nicht 47, 48, 90. Das ist immer ein bisschen mehr oder weniger. Oh, ich dachte, das wären so Kästen. Ich dachte, das wären so Kastensystem. Ich hab 80. Wir gehen zusammen mit dem Mick für DJ rausblüffen. Die Chance war, wie wir blöffen. Ja, rausmachen. Raus. Hä? Ja, nicht blöffen. Du hast halt Lack gehabt. Nein. Die Chance 100, war relativ die klar, dass sie so. Ich habe durchgerechnet. Ja, okay, 101. Ja, wobei aber schon ein Unterschied ist, also einstellig, zweistellig oder direkt auf dreistellig zu gehen. Das ist ein, Blockbuster aus Disney Islam. Disney Iran. Warst du gerade? Ich war gerade Dealer. Bram ist Dealer. Jetzt Dealer. Smallblind ist jetzt da. Und oh, Smallblind ist jetzt 3000, ne? Easy. Ja, 2000. Wie seid ihr Moment, wie sind wir gerade auf 3000 jetzt Big Blind gekommen? Ja, 1500, jetzt sind wir bei 2,4. Ja, sind wir jetzt. Ja, okay. Ja, sogar mitgehen mittlerweile. Stehst du ganz gut da, würde ich sagen. Ich war ja richtig am Arsch. Kann jetzt aber ganz schnell gehen. Ja, ja, ich weiß. Scheiße, Problem. Noch bin ich aber. Das kann man wissen. Oh Gott. In welchem Jahr veröffentlichten die Brüder Grimm erstmalig das Märchen Schneewittchen? What? Absolutes Basiswissen für unsere Kandidaten. Oder füll mal meine leere Platte. 10 vor Christus. Dann guck ich mal, ob ich noch hier noch. Ja, easy. Was, läufst du? Ich lauf noch, ja. Oh ja. Oh shit. Da sollte ich immer nachgucken. Ich habe mal einen geilen geschmeidigen Schluck Wasser. Ja, wenn wir mal, ne? Das guck mal, ich. Herr Apelt. Ja, ich bin raus, ne? Aber ich dachte, du kannst so gut. Ja, meine Oma hat mir immer früher von Frau Holle erzählt. Das war schon ganz geil. Ich gehe mit. Das ist alles raten. Cold, mit 4K. Sebastian. Boah, ist aber auch schwer. Vor allem ist das jetzt so teuer, damit zu gehen. That is it. Und da ich mich da nicht sehe, das zu all in. Ne, raus.
Ich glaube, wir müssen nicht mal diese Blinds so krass erhöhen. Wir würden uns schon eh gegenseitig töten. Ne, ich würde schon unter die Blinds erhöht werden. Napoleons Russlandfeldzug endet in einer Katastrophe. Oh. War das 1940 oder? Ja, 1944. 1944. Nicht 33. Check mal. Es wird checkt. Herr Stachelaus checkt auch. 2012 erschien eine 10-Euro-Gedenkmünze anlässlich eines Jubiläums der Veröffentlichung. Ja, 1012, ne? Ja, ich check nochmal. Ja, sehe ich ganz genauso. 1812. Belastend. Ah, ich fühle mich schon ganz gut. Ja, gehen wir mal all in. Oh, er muss ja eh mindestens 4000 setzen. Deswegen, also das wird jetzt so anstrengend hier. Wir klamüsern, ich geh mal mit. Okay. Oh, ich krieg mein erstes vom Tisch hoffentlich. Ihr werdet nicht das gleiche haben. Ich glaube, ich habe weniger. Jahreszahl abkriegt. Ja, du hast weniger, glaube ich. Ja. Wobei ich schon von hoffe, du musst zuerst, glaube ich. Ich habe 1836. Oh, das ist gut. Boah, das ist richtig stark. Bitter. Das ist ganz schön. Also 1837? 1840. Nein! Oh, was? Das wurde an mich. Ja, so. GZ, Peter. Oder wäre ich auch gewesen gegen dich. Wie viel hast du da jetzt gesetzt? Du hast super viel. 2. Krass. 3. 4 Grüne. 4. 5. 6K. 6K. Ja, hier mit den ganzen. Die 500. Also allein nur das hier sind schon 6K. 3, 4, 5. Das war's. Das war's? Shit. Also nehme ich alles oder was? Also ich habe. Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das war's. Peter hat auch noch die anderen. 6K waren mindestens 500. Ja, Peter hat die anderen auch noch. Wo ist denn der Pott? Achso, der liegt hier. Den gebe ich dir jetzt, Peter. Und den Rest kriegst du gerade noch. Oh, Peter hat Christian zerstört. Das ist doch richtig, was wir gerade machen, weil ich bin ja nicht mit damit komplett all in gegangen, sondern nee, ich bin ja nur mit einem Teil davon. Ja, aber du hast doch 2000. Ja, 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 okay. Das sind 4000 und das plus nochmal sind 4000. Okay, gut. Ich gebe schon nicht zu viel, ja? Ja, okay. Ach, du dass du nichts kriegst. Na gut, dann war das 1820. Ah ja, jetzt, ob jetzt bist 1812 du... 1812 war's. Immer die da. Ah, ja, nee, Small bleibt nicht, aber nicht. Ja, das Jay ist Small bleibt. Ah, war angenehm. Aber was ist denn? Ja, du hast die Kohle ja auch. Ja, echt wahr. Echt wahr. Und jetzt haben wir 2, 5 und 5. Das ist ja schnappi. Das ist ja schnappi, 1. Ja, wir waren direkt voll hin, ne? Das ist wert. Das ist ja nochmal ein Spiel. Bin ich als erstes gestorben nach diesem Anfang. Leck mich am Arsch. Das war ich, du hast dich gut aus der Schlinge gezogen. What the fuck? Also nur mit Luck. Ja, gut, muss auch sein. Luck. Okay, dann gucken wir mal, ob dein Luck jetzt zu wissen wird. Ja, mit Sicherheit. Ihr seid alle fertig. Denn ja, die Frage ist: Es geht wieder um eine Jahreszahl. Und zwar hätte ich gerne gewusst, in welchem Jahr starb Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris? Ficke Brüder Grimm, ey. Ich habe versucht, mich an den Film zu erinnern, wenn er gespielt hat. Machst du nicht mal ein Foto? Nein, mach nicht mehr. Warum soll ich ein Foto machen? Brauchst du nicht. Ja, richtig. Als Beweis, dass du da geschrieben hast. Vielleicht hast du ja was völlig anderes dargestellt. Jetzt das andere nachschreiben. Das macht Sinn. Das weiß ich ja nicht. Das macht Sinn. Lässt man sich Optionen. Dann ist er einfach nur verwirrt. Ja. Was schreibt der da für eine Scheiße? Na, der hat er schon gehabt. Einfach lustig. So, Jonathan ist fertig. Ich warte jetzt auf. Ich muss noch Foto machen. Dann muss ich noch schreiben. Peter ist gerade fertig mit Schreiben, muss noch fotografieren. Ja. Hm, wann ist Lady Di? When did Lady Di die? Die. Oh. Kannst du auch noch so gut dran erinnern, Bram? Was machst du denn da? Muss nur mal nachzählen. Achso, das sind die Chips gezählt. Ich dachte, das immer die anderen komischen Sachen. Und Jay bereitet sich schon mal vor. Finde ich gut. Peter ist fertig. Ja. Bram. In welchem Jahr, ne? Nicht wie alt die geworden ist und so, ne? Das wäre jetzt ein bisschen spät, sonst meinst du nicht?
Ich wollte nur noch mal fragen. Ich kann ja kurz noch mal vorlesen, in welchem Jahr starb Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris? Big Blinded Peter, Bram beginnt. Bin raus. Ja, easy. All in. Call. Wie viel ist es denn? Das sind 4, 5, 6, 7, 8, knapp 8000, irgendwie sowas. Also ich call das auch mit All in. Also ich geht's auch, besser gesagt, okay, ja, wenn ich halt davon ausgehe, dann habt ihr's halt. Keine Ahnung, ich gehe auch mal gleich gucken. Dann habt ihr's. Ja, lass das doch gleich ausrechnen. Ja, können wir gleich ausrechnen. Ja. Bevor du jetzt hier alles voll machst. Also ist okay. Lass erstmal gucken. Irgendwer wird ja gleich gewinnen. Es kann eh nicht mehr erhöhen. Jetzt packst du das alles zusammen. Das war falsch. Oh, weil hier 2500 genau. Und liegen da 5000. Ja, genau, du hast jetzt Quatsch. Pack das wieder zurück. Warum liegen da 5000? Weil ich 5000 gesetzt habe. Ja, genau, das ist der 2500 zum Blind. Blind. Genau, aber wenn du callst, wird doch der Blind erst aufgefüllt, oder nicht? Nee. Nein. Nein. Er geht einfach all in. Wenn er all in, also pass auf, du hast da 200.000 liegen und er geht all in mit 5000. Genau. Dann erhöht er sozusagen auf 5000. Genau. Und Jay, und jetzt kann er halt, wenn er das möchte, kannst du es callen oder halt nicht. Also ich habe hab auf jeden Fall mehr als 5000, weil das hier sind alleine. Genau, Peter wird nämlich am Ende auf jeden Fall noch Geld über. Ne? Ja, so. Das weiß ich. Ja, wir müssen gucken, wer halt mehr hat, weil du hast halt viele Weiße. Ja. Ich habe halt noch viele Rote. Ja. Ach komm, call ich. Nice. Peter callt. Okay. Nice. Ja, dann bleibt ja eigentlich eh nicht mehr viel, oder? Kann aber keiner mehr setzen. Noch im Podcast drüber geredet. Ernsthaft? Ja! Kann keiner mehr setzen, oder? Das heißt, theoretisch müsstest du die aufdecken, oder? Ja, ich würde auch sagen, aufdecken. Also, kann ja keiner, weil du bist all in. Du bist all in. Da der Einzige, der am Ende noch Geld überhaben könnte, ist Peter, aber kann keiner mehr gegen Peter setzen. Sepp, dann deck mal auf. Der erste Tipp, den kann ich ja währenddessen schon mal vorlesen, der italienische Modedesigner Gianni Versace wird vom gesuchten Serienmörder Andrew Philip Cunanan erschossen. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kann auch 97 sein. Scheiße. The Notorious B.I.G. wird Opfer eines Drive-By-Shootings. Ich meine, das war 96. Und ich meine, es war auch ein großer Kinohit in diesem Jahr mit Titanic. Und das könnte 97 sein. Im Jahr 1996. Fuck! Das war im Jahr 1997. Nein! Scheiße! Ach Mann! Ich war mir nicht mehr sicher, ob 96 oder 97 war. Scheiße! Scheiße! Ja, Peter. Schon mal safe, Zweiter. GZ, das war ganz schön stark. Ja, ich glaube, wir haben weniger als du. Shit, ey. Ja, was? Peter, auf jeden Fall. Also, das wäre jetzt blöd gewesen, wenn Peter verloren hätte bei euch beiden. Und Warum musstest du mitgehen? Echt, du Affe, ey. Hat ein gutes Gefühl. Tatsache, der war auch 97. Fuck! Weißt du, was für ein komischer Hinweis? Aber hier, das war ein der Modedesigner Gianni Versace, okay, ja. Weil das ist alles so ein bisschen Foyleton. Genau, nee, ich weiß doch genau beim O-Ton, wie ich dann meiner Mama das erzählt habe, weil ich irgendein Kinderprogramm geguckt habe und dann da so eine Schleife da durchgelaufen ist und so hier, Prinzessin der Jahre. Das war nice. Alter, Peter. Ja, Bram. Ja, Bram gegen Peter. Ich gehe all in, logischerweise. Ja, ja, ich will doch mal die Frage. Wir jetzt. Bleiben und setzen. Ja, was ist denn das mal? Ja, aber wir hatten gerade 2,5, 5. Das, ne? 3 und 6. Lass. Peter hat natürlich den Small Blind. Alter, ob du 97 hast. Oh, ja. Ich hab die bei so einer, das sind 5000. Okay. Und das heißt, Bram ist schon all in. Okay. Shit. Alter, wie weit sind die eigentlich immer mit ihren Jahren? Oh, das ist interessant. Ihr seid fertig, ne? Ja. In welchem Jahr wurde Vlad der Dritte Dracule oder Draculia in Transsilvanien geboren? In welchem Jahr wurde Vlad, und dann kommen halt drei, also römisch drei, ja, Draculia, Dracule, es soll wohl Dracula sein. Und ich gehe davon aus, die meinen die reale Vorbildsperson. Also nicht die Geschichte. In welchem Jahr wurde Vlad der Dritte Draculia in Transsilvanien geboren? Welche Flagge ist in Transsilvanien? Das ist einfach. Blau, gelb, rot. Ob das die transsilvanische Flagge ist, weiß ich nicht. Die rumänische. Ja, aber das ist dann. Das stimmt, die haben bestimmt auch so eine Regionsflagge, so wie NRW oder so weiter. Deswegen. Einfach nur so ein Flock als. Wir haben halt viel Spaß mit. So ein Flock, ja, auf jeden Fall. So Knoblauch und Spiegel. Fotos und dann. Keine Ahnung, ey. Ja. Gut, dass ich schon raus bin, ey. Ja, warte mal, Peter an. Wie viel ist das? Ja, du callst es halt.
Ja, ich call das. Okay. Ja, ich würde mal erstmal Piraten. Ja, genau. Okay. Fünf. Das ist mein Tipp. Erster Tipp ist, ihr seid ja sowieso eigentlich drin, aber er diente Bram Stoker als Vorbild für seine Romanfigur Graf Dracula. Graf Dracula ist 20 Jahre älter als Christoph Columbus. Also Christoph Columbus, der hier Indien entdeckt hat. Wann hat er denn entdeckt? 1600? Mir fällt gerade auf, dass ich den ersten 1594, oder? 1594 hat er meinen. Egal. Mir fällt gerade auf, dass du den ersten Tipp gegeben hast. Ja, er diente Bram Stoker als Vorbild für seine Romanfigur auf Dracula. Ich bin mal davon ausgegangen, dass das dann klar ist für alle, das ist die reale Figur und nicht der Dracula aus der Geschichte. Was haben wir denn so geschrieben? Beide gleichzeitig. Ich habe 1640. Oh, ich habe 1798. Peter! Das sieht sehr schlecht aus für mich, ja. Also ihr seid beide sehr weit daneben. Oh, scheiße. Aber ich meine, wann war Christoph Kolumbus? Ja, nicht 1798. Ja, 1492 hat er Amerika entdeckt. 1492. 15. Jahrhundert. 1431. Ja, ja. Jeder gewinnt. Bam! Bitches! Oh yeah! Alle ausgezogen. Dankeschön. Strip-Poker gewonnen. Ja, ja, hat euch gefallen auf jeden Fall? Gut, dass wir nicht Strip-Poker gemacht haben. Ja, das sehe ich aber auch so. Sonst wäre ich schon nackig. Nee, du noch. Ihr seid doch alle an mir gestorben, oder? Ihr habt mich nicht gegessen. Aber die nicht. Bin ich auch an dir? Ja, doch, ja. Klar. Ja. Stimmt, wir sind alle an Peter gestorben. Peter hat sie alle platt gemacht. Peter hat heute alle weggemacht. Aber du hast auch die coolsten Sachen an, von daher. Ich kann für Peter mal ein Like da lassen. Ja. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch ebenfalls. Wir haben noch ein paar Fragen. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.